Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute machen wir ein kleines Experiment. Ich habe hier die kleinste Powerbank der Welt in meiner Hand. Ja, behaupte ich einfach mal. Und zwar so eine ganz normale 9 Volt Blockbatterie. Und mit der will ich heute mein iPhone aufladen. Ja, ich habe gesehen oder gelesen, das soll funktionieren. Und was man dafür braucht, das liegt hier hinten schon alles. Das ist einmal hier so ein Ladegerät, das man ins Auto in den Zigarettenanzünder reinsteckt. Mit einem USB-Port-Anschluss. Da einfach das iPhone-Kabel dann angestöpselt. Und wir haben noch eine Münze. Und dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so funktioniert. Ich habe hier ein iPhone 5, mit dem probieren wir das mal aus. Ich stöpsel hier schon mal das Kabel ein. Dann können wir schon sehen, wenn hier gleich das mit dem Laden klappt. Dann nehme ich einfach die Batterie und halte zum einen an den einen Pol hier das Ladegerät, das normal in den Zigarettenanzünder reinkommt. Und dann auf den Kontakt hier an der Seite und auf den nächsten Pol dann hier die Münze. Und wir schauen mal, ob ich hier schon richtig liege. Und nee, das war falsch rum. Also einmal wechseln, der Charger kommt auf den Pluspol drauf und auf den Minuspol kommt dann hier meine Münze und dann schließe ich hier den Kontakt und ja, da hinten kann man sehen, das iPhone beginnt zu laden. Ich halte es mal hier ein bisschen näher ran. Das Laden beginnt. Jawohl, also es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist noch die Frage, wie viel kann man denn hier wirklich aufladen? Und dafür muss ich hier noch ein bisschen basteln. So, fertig gebastelt. Ich habe jetzt hier alles mal so zusammengeklebt, dass hier die Kontakte bestehen. Ihr seht, das Lichtchen leuchtet. Bitte keine Kommentare über meine Bastelkunst. Hauptsache, es funktioniert. Und dann stöpsele ich hier mal ein. Und wir sehen, das iPhone beginnt zu laden. Dann, ja, ich lege es am besten mal hier rüber. Und wir halten fest, dass wir bei 39%, so kann man es besser sehen, bei 39% starten. Ja, und dann warten wir mal ab, wie viel hier reingepumpt werden kann. Ich mache noch den Flugmodus rein, so, dass hier gar keine Verbindung besteht und lasse das iPhone einfach mal hier liegen. Aber was ich noch starte, ist hier meine Stoppuhr. Also, ich bin gespannt. 39%, los geht's mit der 9 Volt Blockbatterie. 2 hours later. Okay, 2 Stunden etwa sind rum. Meine kleine Bastelbatterie hier hat sich verausgabt. Da lädt nichts mehr und wir sind gelandet bei 57%. Also ja, es funktioniert. Von 39 auf 57 sind 18%, die ich hier bei so einem iPhone 5 aus dem kleinen 9 Volt Batterieblock hier rausbekommen habe. Das heißt, diese kleine MacGyver-Lösung funktioniert. Ja, also wenn ihr mal in der Situation seid und das habe ich gut verklebt. Und ihr habt gar keine andere Möglichkeit mehr, um euer iPhone zu laden, dann könnt ihr auch das hier machen. Das funktioniert natürlich auch mit jeder anderen Batterie. Allerdings haben die anderen Batterien das Problem, dass die beiden Pole da nicht so schön nebeneinander liegen und dass man das dann nicht hier mit so einem Charger, mit so einem Kfz-Ladegerät und einer Münze dann, ja, direkt, da war das Stativ weg, dass man das dann nicht direkt hier so leicht verbinden kann. Also, ein nettes Experiment, hat funktioniert und ja, sagt doch mal, habt ihr auch schon mal sowas ausprobiert oder habt ihr noch andere Ideen, wie man sein iPhone laden kann mit ungewöhnlichen Ideen? Dann schreibt es gerne mal hier unten in die Kommentare. Für meinen Fall soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MacGyver.